Was habe ich mir dabei nur gedacht? Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Special. ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber irgendwie habe ich halt Bock. Ich habe halt vor einer Weile so die ganzen älteren Mindtest-Versionen mal durchkompiliert, damit ich auch mal ein paar ältere Versionen habe, ne? Also die Version, die ich damals kennengelernt habe. Und im Zuge dessen kam mir die Idee, weißt du was, du könntest sie auch mal vorstellen, ne? Weil ich persönlich mag so, ne, so historische Sachen, so ältere Sachen, wie hat was früher funktioniert, wie hat was früher ausgesehen und la la la. Und dementsprechend dachte ich mir, weißt du was, kannst du das ja mal mit der Welt teilen. Tja, und womit wir anfangen, ist die wahrscheinlich allererste Version von Mindtest, die so eine Versionsnummer hat. Und zwar die Version 0.0.1. Jetzt mag man sich vielleicht denken, okay, das war die allererste Version, weil ist ja 0.0.1. Aber tatsächlich nein, es gab davor schon viele weitere Versionen. Aber die Version davor, die waren quasi nicht spielbar, in dem Sinne, dass man halt kein Inventar hatte, was man irgendwie, ne, man konnte halt Blöcke platzieren, also man war quasi, ja, nein, die erste wirklich spielbare Version war Version 0.0.1, daher auch der Name. Fun Fact, ich habe alle Versionen unter Linux kompilieren können, außer diese Version. Ich weiß nicht warum, also nee, ich weiß schon warum. Und zwar ein bisschen technisches Background-Wissen. Der Quellcode ist bei der Version noch ultra schlicht und ultra einfach und hat hart verlinkte Include-Dateien. Das heißt, ja, das Ding braucht ja Ehrlich zum Beispiel und es versucht einfach die Ehrlich.h-Datei aufzurufen. Obwohl es ja im neueren Betriebssystem im Unterverzeichnis Ehrlich ist, halt also Ehrlich slash Ehrlich.h. Aber ist egal, auf jeden Fall habe ich hier die Windows-Version quasi. Von allen anderen Versionen habe ich dann die native Linux-Version kompiliert bekommen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir starten das gute Ding einfach mal. Natürlich per Wine, klar, ne? Weil ist ja Windows-Programm. So, und dazu muss man noch sagen, bei den älteren Versionen, wenn man die selbst kompiliert, man sollte immer in den Bin-Ordner reingehen. Wow. Whatsoever. Man sollte immer in den Bin-Ordner reingehen, also hier reingehen und dann von dem Ordner aus das Spiel starten. Deswegen wechsle ich auch erst in den Ordner rein, komplett, um es dann auszuführen. Die ältere Version, die spackt noch sehr damit rum, von wo man das Programm ausführt. Deswegen am besten immer in den Ordner rein navigieren. Ne, also, wenn man das über Konsole startet natürlich. Ich meine, wenn man das per Ordner öffnet, ist man ja sowieso in dem Ordner. Aber wenn man das per Konsole öffnet, dann auch wirklich erstmal in den Ordner rein navigieren und erst dann ausführen. Das ist halt einfach die sichere Variante. Genau. So. Die allererste publike Version von Mindtest. Man sieht, das Ganze ist noch sehr schlicht. Das hier ist der Startscreen. Wie man sieht, sieht man nichts. Man hat einen Namen, den man eingeben kann. Da haben wir Ronny. Wir haben eine Adresse und einen Port, mit dem wir uns verbinden können, wenn wir uns mit dem externen Server verbinden wollen. Wenn wir lokal spielen wollen, muss man das einfach leer lassen. Dann wird halt quasi im privaten Modus gespielt. Und ansonsten kann man halt in den Creative-Modus gehen oder nicht. Und das war's. Man hat keine mehrere Welten. Man hat keine verschiedenen Subgame, die man spielen kann, was einfach darin begründet ist, damals gab es noch keine Subgames. Damals war Mindtest, also die Engine und das Spiel, also das, was man heutzutage Mindtest Game nennt, ein und dasselbe Programm. Es war also noch nicht voneinander abgestrennt. Was man auch an der Ordnerstruktur sieht,
Man sieht hier keinen Spielerordner. Man hat seinen Programmordner, wo mein Test und die Abhängigkeiten drin sind. Man hat den Datenordner, wo ein paar Texturen drin sind. Nicht wundern, ich habe die Texturen, da komme ich gleich dazu. Beziehungsweise, warum eigentlich? Ich kann ja mal ganz kurz, hier sind die Originalgrafiken, die Texturen, die Originalgrafik. Ich mache mal nochmal die Originalgrafiken hier hin, so. Einfach ignorieren. Durchschreiben. Danke. So. Man hat den Ordner mit den Texturen. Das ist also alles innerhalb des Programms. Ja, man hat einen Dokumentenordner, da steht kaum was drin. Ist ja bloß eine README-Datei. Wow. Und die Einstellungen. Ja, damals musste man Einstellungen, wenn man sie vornehmen wollte, komplett über diese Datei machen. Es gab auch noch nicht so viele Einstellungen. Man konnte halt schon die Tagesgeschwindigkeit ändern zum Beispiel. Und ein paar internere Sachen. Aber an sich gab es halt nicht so wirklich Einstellungen. Man hat ja auch in dem Einstellungsfenster gesehen, also in dem Willkommensscreen, da war nicht wirklich was mit Einstellen. Außer halt Creative Mode und nicht. Und man hat einen Map-Ordner. Das hier ist die eigentliche Welt. Und wie man sieht, es gibt halt nur den Ordner Map. Und darunter ist halt direkt die Welt. Das heißt mit den Spielern, mit den Sektor, also mit den Map-Flächen. Ja, der Ordner ist noch sehr unstrukturiert, war damals so. Auf die technischen Details möchte ich doch gar nicht so sehr eingehen, weil das würde halt den Rahmen des Videos sprengen. Auf jeden Fall hat man halt einen Map-Ordner, dementsprechend hatte man auch nur eine Welt. Aber halt noch kein Game, noch keine Mods, kein nichts, kein gar nichts, weil halt alles fest im Spiel einprogrammiert war. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben also unsere kleine Welt. Da melden wir uns mal ganz kurz mit unserem klassischen Spielernamen an. Und verbinden uns halt mit unserer lokalen Welt. Bam. So, jetzt starten wir in einer Welt, die schon aussieht. Ich schiebe das mal ein bisschen hoch. So. Die schon aussieht wie heutiges Mindtest. Außer dass die Texturen ein bisschen anders aussehen. Aber an sich ist es halt nicht wirklich wie heutiges Mindtest. Wie man sieht, es gibt zum Beispiel keine Blumen. Sowas gab es damals noch nicht. Dafür gibt es aber bei der Version Tiere. Tatsächlich. Und zwar findet man ab und zu... Uiuiui, Alter, haben wir aber guten Startpunkt hier erreicht. Eisen und Kohle. Ja, mehr als Eisen und Kohle gibt es auch nicht. Wobei, halt, stopp, ich möchte nicht lügen. Es gibt, glaube ich, auch schon Meseblöcke. Meseblöcke gibt es, glaube ich, auch schon. Genau. Jetzt bin ich hier. Scheiße, jetzt bin ich reingefallen und komme nicht mehr raus. Fällt ja gut an. Man kann auch schon Sachen abbauen, wie man sieht. Und man kann auch schon Sachen aufbauen, wie man. Die Frage ist nur, wohin? Ach so. Tastaturbelegung ändern kannte man damals noch nicht. Das heißt, ich spiele gerade mit den Originaltastenbelegungen, deswegen bin ich hier manchmal so ein bisschen unbeholfen. Mit Leertaste springt man. Genau. Das heißt, wir haben schon Kohle und Eisen und glaube auch Mese. Allerdings gibt es Mese nur als Meseblöcke. Das waren aber damals die Kristalle. Also nicht wundern. Ich glaube, wir werden auch noch keins finden. Ansonsten gibt es halt Bäume. Die wachsen aber nicht, sondern die werden halt nur einmalig generiert. Das heißt, wir müssen erstmal einen Baum fällen, um an Holz zu kommen. Boah, jetzt bin ich aber runtergefallen. Schleichen, so. Das funktioniert tatsächlich schon genauso wie heutzutage. Bup. Aber die Blätter, die spawnen nicht. Das heißt, die Blätter bleiben so. Es war sowieso alles unlebendig. Das heißt, die Welt hat von selber nichts gemacht. Gut, das Wasser hat schon funktioniert. Das heißt, wenn man da hinten einen Block geklaut hat, ist das Wasser dahin geflossen. Aber ansonsten tut sich hier halt in der Welt nichts. Es wächst kein random Gras. Die Blätter despawnen nicht automatisch. Weiß nicht. Ich muss jetzt gerade mal lügen. Gibt es schon Gravel? Kann sein, dass Sand und Gravel sogar schon Physik haben. Das weiß ich nicht.
Können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben mal hier vorne Sand. Dann machen wir mal reines Testing hier. Ich glaube mal ein bisschen Sand. So. Jetzt habe ich Sand. Also ich sollte Sand haben. Ah, der hängt nur ein bisschen daher. Oh, wow. So. Ne, tatsächlich, Sand hat doch keine Physik. Es fällt nicht runter. Ja, soviel zu dem Thema. Also auch Sand hat noch keine Physik. Das Einzige ist halt wirklich, die einzige Ausnahme ist Wasser. Ne? Wenn man jetzt hier Wasser, wenn man jetzt den Sand entfernt, bupp, hat man da Wasser. Also das funktioniert schon, ist aber auch das Einzige, was überhaupt irgendwie funktioniert. Genau, das heißt, wir müssen bei den Bäumen auch manuell die ganzen Blätter abschlagen. Und das Wichtige ist aber, man bekommt von den Blättern nichts, außer Blätter. Man bekommt die Blätter wirklich als reinen Block. Man bekommt keine Saplings, man bekommt keine Äpfel. Äpfel gibt es hier bestimmte Bäume, wobei ich nicht weiß, ob das in der Version überhaupt schon drin ist. Glaube nicht. Das heißt, man bekommt wirklich gar nichts. Nur Blätter. Das heißt, selber Bäume pflanzen geht nicht. Kannst du nicht machen. Es gibt auch allgemein extrem wenig Rohstoffe. Ich meine, wir können mal hier so die paar Blätter mal hier entfernen und dann mal ein bisschen was draus zaubern. Schleichen. So, 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 so. Ach, recht doch schon. Wir brauchen mehr Holz. Ja, damals war der Map-Gen auch noch sehr, sehr seltsam. Man sieht überall fliegende Bäume. Ist halt so. Der Map-Gen war damals relativ simpel programmiert, weil für den Map-Gen geht der Boden hier weiter. Das alles ist hier eine Fläche für den Map-Gen. Dieses komische, sehr schräge Dreieck, was man hier sieht, was auch sehr künstlerisch anmutet, gibt es für den laut Map-Gen nicht. Das heißt, die Bäume wachsen auch hier auf der Erde, obwohl überhaupt keine Erde ist. Das sieht man auch an dem Baum hier zum Beispiel. Deswegen, also, ist halt noch Version 0.01, ne? Also, wie gesagt, ganz, ganz weit am Anfang. So, klauen wir uns noch ein paar Blätter. Die Sache ist nämlich auch die. Viel mehr Sachen als die, die man hier gerade sieht, gibt es doch gar nicht. Du kannst quasi nichts selber bauen. Also es gibt so ein paar klitzekleine Ausnahmen, wie zum Beispiel, dass du aus Bäumen kannst du Bretter machen und aus Brettern kannst du, glaube ich, Stöcker machen. Und dann kannst du aus den Stöckern und Kohle Fackeln machen. Aber da hört es dann auch schon auf. Du kannst keine Slabs machen, du kannst keine Stairs machen, also diese Treppen. Sowas wie Zäune und so gibt es auch alles noch nicht. Betten gibt es sowieso noch gar nicht. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein kleines Haus bauen wollen hier, wir bauen uns mal sowieso, hier ist eine relativ gute Fläche dafür. Ich mach mal hier so. Ich mach mal nicht zu hoch, weil wir kaum Ressourcen haben. 1, 2, 3, 4, 5. Oh komm, wir machen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war schon eine zu viel. Dankeschön. Perfekt. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Axt. Eine Axt geht tatsächlich auch schon. Wie gesagt, aus Holz. Wow, der zerwinkt aber gerade ganz schön hinterher. Warum denn diese? Genau, zur Handhabung. Ich mache erstmal... Na komm, ich nehme mal dich. Der Server hängt gerade irgendwie ganz schön hinterher. Lol. So viel gab es doch damals noch gar nicht, was berechnet werden kann. okay. Die Menübedienung hier war auch noch komplett anders. Die war, naja, ich möchte jetzt nicht sagen beschissen, aber
Sie war so ungefähr auf dem Niveau, wie heutzutage die Android-Version ist. Also sehr gewöhnungsbedürftig. Okay, es wird dunkel. Das ist nicht so gut. Wir machen mal. Achso, ja. Befehle hat man auch anders geschrieben. Den Zeitbefehl gab es damals noch nicht mal. Interessant. Da gibt es ein Tier. Eine Ratte. Ja, damals gab es Tiere direkt in meinem Test. Die einzige Besserung, naja, Besserung kann man nicht wirklich sagen. Also das Einzige, was es damals mehr gab als heute. Von heutzutage gibt es ja in meinem Test Vanilla keine Tiere. Damals gab es diese Ratte als freundliches Tier. Das konnte man einsammeln. Wo ist das jetzt? Da. Komm zu mir, komm zu Papi, komm zu Papi. Holt dafür ein Messer? Ein Schwert? Ah ne, okay, Linksklick. Sorry, ich war gerade irgendwie bei Rechtsklick. Genau, man konnte die Dinger einsammeln und dann konnte man die auch braten, dann konnte man die halt essen. Das war das einzige freundliche Tier und dann gab es auch noch zwei böse Tiere. Und ich hoffe mal, uns überrascht jetzt keins. Es wird nämlich gerade dunkel. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Weiß ich gerade gar nicht. Map-Metadaten. Nein, hier konnte man jetzt halt nicht verstellen. Gab es überhaupt schon sowas wie Uhrzeit? Nee, ne? Die Uhrzeit wurde doch damals immer zurückgesetzt. Starten wir nochmal meinen Test. Und jetzt müsste es, glaube ich, wieder Tag sein. Kann nämlich sein, dass es damals immer Tag war, wenn man gestartet hat und es intern gar keine Uhrzeit gab. Ja, siehst du, es ist wieder mitten am Tag. Ja, ist so. Uhrzeit wurde damals nicht gespeichert. So, ja, die Ratte wurde auch nicht gespeichert. Woran das liegt? Ganz einfach. Damals wurde die Map nur alle paar Sekunden gespeichert. Also nicht dauerhaft, während du was machst, sondern nur in paar Sekundenintervallen. Und wenn du die Welt beendet hast, dann wurde sie in dem Moment auch nicht unbedingt gespeichert, sondern halt. Dann gilt halt der letzte Zeitpunkt, an dem es intern gespeichert wurde. Das heißt, es kann sein, dass wenn du gerade was gebaut hast und dir dann beendest, dass die letzten paar Sekunden verloren gegangen sind. Deswegen, wenn du was baust, immer ein paar Sekunden warten und erst dann das Spiel beenden, ist die sichere Variante. So, jetzt können wir uns, wir wollen mal eine Spitzhacke bauen. Das geht ja zum Glück, ne? Spitzhacken bauen kann man. Und jetzt zu dem seltsamen Handling. Also, wenn du etwas bewegen möchtest, dann musst du es erst anklicken mit links, dann bekommt es so einen roten Rahmen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du klickst entweder mit links irgendwo anders hin, dann wird es dahin gepackt, oder aber wenn du es anklickst und dann mit Rechtsklick irgendwo hinklickst, dann wird eins dahin gepackt. Also ein Holz, nochmal ein Holz und nochmal ein Holz. Und dann kannst du entweder nochmal hier mit links draufklicken, dann geht die im Rand wieder weg. Oder aber, ja, du klickst halt irgendwo anders drauf, dann geht halt der gesamte Rest denn dahin. Das heißt, wir wollen jetzt quasi Stöcker haben, also anklicken und sagen einmal hier hin. Dann macht er aber gleich zweimal, ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Alternativ kannst du auch mit Rechtsklick klicken, dann wird einmal hier hinzugefügt, musst aber wieder rausklicken, dann wird wieder hinzugefügt. Also ist ein bisschen sehr komisch, aber ist halt so, man gewöhnt sich da irgendwann dran. So, wir wollen jetzt hier eines dahin haben und dann wollen wir 1, 1, 1 und schon haben wir eine wunderschöne Spitzhacke. So. Damit können wir jetzt ein bisschen Stein abschlagen. Und jetzt fällt schon direkt das nächste auf. Wenn du Stein abschlägst, hast du auch direkt Stein in dem Inventar. Es gibt also noch kein Cobblestone oder ne, irgendwas anderes, was es da noch so geben könnte. Sondern es gibt nur Stein. Stein, Stein, Stein. So, wir bauen, klauen uns hier mal ein bisschen was. Ach ja, ein wunderschönes Leben. So,
Dann klauen wir uns noch ein bisschen Kohle. Und das war's auch schon. So, dann gehen wir mal wieder zu unserem Haus. Und jetzt würde ich mal sagen, bauen wir uns mal zuerst einen Ofen. Ja, man merkt schon, ich bin schon mit der Bildung ein bisschen weiter in Form. Ach, schau mal eine an. Öfen gab es damals noch gar nicht. Ups. Das gibt es ja erst ab der Version 3.1. Beziehungsweise stimmt nicht ganz, ab der Version 0.2.2. Ab da kenne ich sie. Aber in der Version 0.0.1 gab es noch keine Öfen. Ja, stimmt. Kisten gab es ja auch noch gar nicht. Eben so, die ganzen, ich sag jetzt mal, lebendigen Sachen, also Sachen, die funktioniert haben, ne, weil ein Ofen hat eine Funktion, eine Kiste hat eine Funktion, all das gab es damals noch gar nicht. Ich kann mal ganz kurz gucken. Aua. So. Dahin. So. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Okay, eine Kiste gibt es tatsächlich doch schon. Nur halt kein Ofen. Schade. So, die Frage ist halt, ob die Kiste auch schon funktioniert hat. Wir stellen die Kiste einfach mal irgendwo hin. Ja. Und ja, Shift-Klicken gibt es noch nicht. Also hier mit, ne, mit Shift und dann hier irgendwie rumklicken. Nein. Du musst alles manuell reinschieben. So, okay. Was es aber auch schon gab, waren Fackeln. Da bin ich mir fast sicher. Perfekt. Die sahen damals noch sehr, sehr einfach aus. Ja, die sogenannten 2D-Fackeln. Wer sie mag, der mag sie. Wer nicht, der nicht. Ja. Wurde ja später dann zu 3D-Fackeln ersetzt. Aber damals gab es halt noch nur 2D-Fackeln. Und die machen tatsächlich sogar schon Licht. Also haben auch schon eine Funktion. Das heißt, man kann nachts ein bisschen mehr sehen. Nun ist es ja wie gesagt bei der Version so, es gibt noch keine Uhrzeit, die mitgespeichert wird. Das heißt, wenn es dunkel wird, kann man einfach das Spiel neu starten, dann ist es wieder hell. Ja. So, jetzt haben wir alle Fackeln verbraucht. Und man sieht ja auch schon, Lightning war damals ein bisschen einfacher. Alle Blöcke, selbst einfache Fackeln, haben einen Schatten geworfen. Deswegen sieht das hier ein bisschen so komisch aus. Ja, wäre heutzutage natürlich nicht mehr so, aber damals war es halt so. So, dann können wir unsere Steine, die wir haben. Danke. Hallo? Danke. Können wir es verwenden, um damit eine Mauer zu bauen? Das geht auch schon wie damals. Wie gesagt, Ofen geht leider nicht. Aber ganz ehrlich, Ofen ist doch völlig überbewertet. Übrigens, für die, die gerne Häuser bauen, es gab auch noch keine Türen. Türen gab es tatsächlich relativ lange nicht. Und in der Version erst recht nicht. Ne? Also wer jetzt hier ein Haus bauen wollte, musste einfach Iglo-Style irgendwo halt ein bisschen was auflassen. Das heißt, Monster konnten reinkommen oder andere Spieler. Multiplayer gab es ja damals schon. Das heißt, es konnten auch andere Spieler schon reinkommen. Man musste sich also damit zur Wehr setzen. Ja, indem man die einfach zerschlagen hat, bevor sie einen zerschlagen haben. Ja, das so zur Version 0.0.1. Also man sieht, man kann damit durchaus spielen. Aber wirklich produktiv ist schwierig, weil es gibt halt keine Türen, keine Öfen. In der Welt gibt es halt auch kaum Sachen. Wie gesagt, Stein, Kohle und Eisen sind so ziemlich die einzigen Sachen, die du abbauen kannst. Unterirdisch. Und halt noch Mese. Mehr halt nicht. Ah, hier sieht man auch schon. Ha, die Fackeln, Fackeln Licht. Von daher.
Habe ich persönlich auch schon damit ein bisschen rumgespielt, aber nur rumgespielt. Produktiv arbeiten ist eher schlecht. So. Damit hätten wir das abgeschlossen. Noch ein Wort. Ich hatte ja vorhin gesagt, hier habe ich auch rumgespielt bis mit Texture Packs. Es gab damals noch keine Mods. Und es gab auch offiziell keine Texture Packs, die man benutzen konnte. Aber was halt ging, die Texturen waren ja physisch trotzdem als Dateien vorhanden. Das heißt, du hattest halt einen Ordner mit den Texturen, mit den Bildern. Hier siehst du übrigens auch deinen Player-Charakter und die Ratte, die wir gefangen haben. Und die super geniale Mädels-Textur damals. Und auch die einzigen beiden Monster, die es damals gab. Jetzt muss ich mal ganz kurz lügen. Ach, schau mal einer an. Monster gab es bei der Version tatsächlich noch nicht. Damals gab es nur Ratten. Ah, okay. Ah, und das ist halt so. Genau. Also sieht man hier schon halt Kohle und Eisen. Mehr gibt's nicht. Und halt Mese als High-Level-Material. Genau. Und das waren halt die Texturen. Und wenn man jetzt ein Texture-Pack installieren wollte, ne, mit ganz vielen Anführungszeichen, dann hat man einfach die Texturen aus dem Texture-Pack genommen und hat mit diesen Texturen die Originaltexturen überschrieben. Ja, überschreiben. Wow, jetzt habe ich gerade überspringen angeklickt. Sehr schön. Bam. Das heißt, die Texturen wurden original ersetzt. Deswegen wäre es sinnvoll, erstmal davon Backups anzulegen. Wer das nicht gemacht hat, der hatte dann quasi das Texture Pack fest eingebrannt. So, und damit hast du quasi dein Texture Pack installiert. Das heißt, wenn du jetzt das Spiel gestartet hast, wie gesagt, Abfrage, ob du das Texture Pack benutzen möchtest, hattest du nicht, weil das Spiel wusste ja nicht, dass du irgendwas verändert hast. Es hat halt einfach seine klassischen Texturen genommen, nur dass das halt nicht mehr die klassischen Texturen waren, sondern die von dir überschriebenen Texturen. Und schon hattest du ein wunderschönes Texture Pack mit HD-Texturen. Also das ging damals quasi auch schon. Wie gesagt, wenn du halt zwischen verschiedenen Texture-Packs wählen wolltest, musstest du es halt einfach damit machen, dass du halt dein Original irgendwie speicherst, also sicherst, und dann das immer wieder zurückkopierst und dann mit den entsprechenden Texture-Pack überschreibst. War nicht das Goldene vom Ei, aber es ging halt bereits. Muss man schon mal dazu sagen. Genau. Tja, das soweit zur Version 0.0.1. Und dann würde ich mal sagen, im nächsten Video, ja, widmen wir uns denn der nächsten, ja, dem nächsten Meilenstein. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ja. Bis dahin dann.